Der 14. März 1938. Ein gleichsam historisch bedeutsamer wie schwarzer Tag für St. Pölten. Die ganze Stadt war auf den Beinen, um den Durchzug der deutschen Truppen und Hitler höchstpersönlich zu sehen. Der Anfang vom Ende der St. Pöltener Judengemeinde. Ich habe meinen Vater, sehe ich heute noch stehen bei unserem Ofen, wie er sagt, na jetzt kommt was auf uns zu. Mein Vater, die hatten ja ein Haus in der Kremsergasse und da ist er ja durchmarschiert, der Hitler. Und da hat mein Vater gesagt, er hat die Rollläden runterlassen bei den Fenstern und hat zwischen den Dings rausgeschaut, weil er das sehen wollte. Aber er wollte aber nicht gesehen werden. Jetzt hat er halt da unten zwischen den Spalten runtergeschaut. Wissen Sie noch, warum er das unbedingt sehen wollte? Naja, weil das war ja ein weltgeschichtliches Ereignis sozusagen, der Anschluss. Ne? Und wissen Sie, was das bei Ihrem Vater ausgelöst hat, wie er das aufgenommen hat, sein Einmarsch? Naja, direkt weiß ich es nicht, aber natürlich war er entsetzt über den Jubel und so weiter, ne, der geherrscht hat. Früher ist gebetet worden, da war das Kreuz in der Schule und da ist immer gebetet worden. Und natürlich ist der Hitler gekommen, war das Hitlerbild dort und dann ist ein Spruch gesprochen worden. Und dann haben wir sie kennengelernt. Wie hat die jüdische Gemeinde den Anschluss an Hitler-Deutschland wahrgenommen? Na, in Panik. Die Leute sind sofort nach Wien zu den Konsulaten gefahren und haben geschaut, dass sie ein Visum kriegen. St. Pölten musste Judenrein sein, wie sie das genannt haben. Vor dem Anschluss umfasste die jüdische Gemeinde St. Pöltens mit Umgebung etwa 1200 Mitglieder. Unter ihnen auch Hermann und Irma Löw, die dazu gezwungen wurden, ihr Juweliergeschäft in der Herrengasse 10 am 3.8.1938 zu liquidieren. 1942 wurden sie nach Minsk deportiert. Nur die damals 14-jährige Tochter Edith Löw konnte nach Palästina fliehen. Sie lebt heute in der Schweiz. Auch die jüdische Familie Leicht konnte diesem Antisemitismus nicht entfliehen. Albert Leicht führte seit 1887 in St. Pölten einen Gemischtwarenladen und war vor dem Krieg Kommerzialrat und Vorstand der jüdischen Gemeinde in St. Pölten. Er wohnte hier mit seiner Frau Rosalia und seinem Sohn Robert, dessen Frau Irma und deren drei Töchtern Käthe, Luzi und Elisabeth. Doch der Anschluss Österreichs an Deutschland brachte den Ruin der Familie. Sie wurde enteignet. Wer konnte, floh. Nachdem dies aber nicht geschlossen möglich war, trennten sie sich. Ein Teil der Leichts konnte fliehen, die zu Hause gebliebenen wurden deportiert und ermordet. Nach dem Krieg wurde es den Überlebenden angeboten, nach Österreich zurückzukehren. Dies war jedoch nicht mehr möglich. Zu tief sitzt der Schmerz. Ein ähnliches Schicksal ereilte die Familie Weinstein. Der in Israel geborene und lebende Chaim Weinstein will seiner Familiengeschichte nachgehen. Mein Vater hatte gestorben und dann nur an die letzten 10 Jahre ich über diese Geschichte und interessiert. Sein Großvater Karl Weinstein besaß ein Kleingeschäft in Markersdorf und damit das einzige jüdische Geschäft in der Gegend. Die meisten der dort ansässigen Dorfbewohner kauften hier ein und die Familie konnte gut davon leben. Doch das Novemberpogrom änderte diesen Umstand und der Antisemitismus radikalisierte sich. Und da war sie ja noch so gut, wir haben in Markersdorf ein Judengeschäft gehabt, nicht? Und das ist natürlich zerstört worden. Alles ausgeraubt und Hans unten. Der Weinstein ist schikaniert worden. Also der ist schikaniert worden. Also der ist am Boden geblieben. Das war, ich habe es nicht selber gesehen, aber sie haben es erzählt. Das war die SA, die Illegale, ne? Wie dann der Umbruch war. Natürlich waren dies die Herren. Ne? Die haben dann einen Frust auslassen bei denen. Die sind eben so verhetzt worden, dass dann so einen Hass auf die Juden gehabt haben. Ganz schlimm, ne? Grundlos gewalttätige Menschen griffen die Familie an.
Die Leute am Abend hatten mit den Fenstern gebrochen und die alle Möbel im Haus zerstört und sie hatte meine Großeltern, sie hatte geschlagen und es war sehr schrecklich für ihn. Verzweifelt verlässt Hermann Weinstein seine ehemalige Heimat und flüchtet über Italien ins damalige Palästina. Von hier hatte er nach Wien gegangen und dann nach Rom in Italien und dann via, ich nicht sicher, aber via mit Schiff, mit dem Auto. Nein, nicht Auto, mit am Mediterranean See. Schiff nach Palästina gegangen. Dabei ließ er jedoch seine Eltern in Österreich zurück. Sie konnten noch nichts von der ihnen bevorstehenden Katastrophe ahnen. Ihre Großeltern? Nein, sie hatte hier geblieben und von Markersdorf sie nach Wien abtransportiert und dann nach Kielce, im Ghetto Kielce. Wissen Sie, warum Ihre Großeltern entschieden haben, in Österreich zu bleiben? Ja, ich weiß nicht, aber ich denke, dass sie waren optimistisch bis die letzten Tage, dass vielleicht es wird nicht so schlecht, dass Hitler wird nicht so schlecht gegen die Juden. Das letzte Dokument der Großeltern war ein Brief an die nichtjüdische Familie Brunner, in dem ihr Leid im Ghetto Kielce beschrieben wird. Leider hat sich die Situation seit voriges Jahr bei uns um vieles verändert und verschlechtert, weil unser Leben vorzufristen nur möglich war, dass wir unsere Kleider und Wäsche abverkaufen, um von dem zu leben. Wir neben Hunger noch auch frieren müssen, denn wir haben hier viel Schnee bei 30 Grad minus. Ich würde es nicht wagen, liebe Frau Brunner, an Sie wieder herauszutreten, wenn wir nicht in so einer Lage wären. Denn Hunger bricht Eisen. Außerdem hat mich voriges Jahr ein großes Unglück eingesucht. Wir mussten alle drei in das Spital gebracht werden, da wir an dieser teuflischen Typhuskrankheit erkrankt sind und meine brave Frau, das heißt meine Großmutter Elisabeth, an dieser Krankheit ihr verstorben und auch begraben. Jetzt muss ich mit meiner Lotte das Leben allein fortfristen und sind trotzlos und gebrochene. Und es ist die letzte Briefe von meiner Familie. Im späten Sommer 1942 wurden die Großeltern im Ghetto Kielce ermordet. Noch während dem Krieg fand Hermann seine zukünftige Frau und gründete mit ihr eine Familie in Israel. Daher ging er nicht zurück nach Österreich, verlor aber nie die Liebe zu diesem Land. Es war immer seine Heimat und die erste Heimat. Lediglich für Besuche fuhr die Familie nach Österreich. Es war sehr schön, weil für mich am Anfang es war nostalgisch. Aber nur am den letzten Jahren ich konnte verstehen, was passiert mit meiner Familie. Heute ist Österreich für Chaim Weinstein nur noch ein Erinnerungsort, aber keine Heimat mehr. Ist Österreich für Sie eine Heimat oder nicht? Nein. Mehr ein historischer Urlaubsort? Ja, das ist, ich habe immer... Es ist schon für mich hier zu bleiben und
zu sehen, diesen Platz. Aber ich kann erinnern, was passiert in dieser Area. Auch die Familie des in St. Pölten geborenen Hans Morgensterns sah sich nach der Umsetzung der nationalsozialistischen Rassengesetze im annektierten Österreich zur Ausreise gezwungen. Mein Vater war Rechtsanwalt in St. Pölten, ab 1930, glaube ich. Und er ist aber nicht in St. Pölten geboren, sondern in Olmütz in der heutigen Tschechei. Aber er kam bereits als 10-jähriges Kind nach St. Pölten, weil seine Mutter eine geborene St. Pöltenerin war, also meine Großmutter. Nur meine Mutter, die ist in Wilhelmsburg bei St. Pölten geboren, also die kann man als St. Pöltenerin bezeichnen, weil die war ja seit ihrer Hochheirat 1930 in St. Pölten. Mein Vater war ein sehr beliebter und angesehener Rechtsanwalt. Ihrer Religionszugehörigkeit maß die Familie Morgenstern nie große Bedeutung zu. Keineswegs auf die jüdische Gemeinde fixiert. Die hatten Freunde, genug Bekannte und Freunde, die meistens keine Juden waren. Wegen der nationalsozialistischen Gesetzgebung gegen Juden konnte Egon Morgenstern seinen Beruf schon bald nach dem Anschluss nicht mehr ausüben. Das war nach dem Anschluss, ungefähr ein halbes Jahr nach dem Anschluss, bekamen alle jüdischen Rechtsanwälte Berufsverbot, auch natürlich mein Vater, aus der Rechtsanwaltskammer ausgeschlossen worden. Erstens einmal Berufsverbot und dann kurz danach hat man uns die Wohnung weggenommen, obwohl die im eigenen Haus meiner Großeltern war. Also, und wenn du keine Beruf und keine Wohnung hast, musst du praktisch weggehen. Doch schon 1947 kehrte die Familie Morgenstern nach Österreich zurück. Der Hauptgrund, glaube ich, war die schwere körperliche Behinderung, die mein Vater gehabt hat, mit seinen gelähmten Beinen durch die Kinderlähmung. Er hat dort seinen Beruf als Rechtsanwalt ja gar nicht ausüben können. Er hat andere Berufe, also Bibliotheksleiter und solche Sachen. Aber er hat immer schon gesagt, wenn der Hitler den Krieg verliert, dann geht er wieder nach Österreich zurück, weil er dann wieder seinen Beruf ausüben kann in Österreich. Nach dem Krieg war es seinem Vater möglich, seine Rechtsanwaltskanzlei wieder zu eröffnen. Und die Familie Morgenstern konnte damit in St. Pölten erneut Fuß fassen. Aber St. Pölten war nicht mehr ein und derselbe Ort. Das war schon noch eine gewisse Abneigung da gegen die Juden, ein gewisser Antisemitismus. Ja, mehr als vorher. Weil die haben ein schlechtes Gewissen noch dazu gehabt, dass sie solche Nazis waren. Das war ja vor dem Krieg nicht der Fall. Und die haben immer erzählt, sie haben von nichts gewusst und seid froh, dass ihr nicht da wart, habt euch die Bomben erspart. Die haben nur ihre eigenen Leiden gesehen und von den Juden haben sie nichts gewusst, angeblich. Für Familie Morgenstern ist Österreich nicht nur Erinnerungsort, sondern auch Heimat. Er war durch und durch ein Österreicher, mein Vater. Kann man schon sagen. Der hätte sich in Palästina nie wohlgefühlt. Für die meisten Vertriebenen war die Rückkehr nach St. Pölten keine Option mehr. Das Bestreben der Nationalsozialisten, St. Pölten judenrein zu machen, gipfelte in der Vernichtung ihres religiösen Zentrums in der Stadt. Im Zuge des Novemberpogroms am 9. November 1938 wurde das Innere der Synagoge vollkommen zerstört. Die Schäden am Gebäude waren so enorm, dass es den nur noch in geringer Anzahl vorhandenen jüdischen Gemeindemitgliedern nicht mehr möglich war, Gottesdienste abzuhalten. Erst 1980 fanden Bemühungen, die Synagoge wieder aufzubauen, Gehör. Die Restaurierung wurde großteils durch die Stadt St. Pölten finanziert. Heute ist die Synagoge als einer der wenigen in Österreich stehengebliebenen Denkmal und Erinnerungsort an eine einst lebendige jüdische Gemeinde. Als konserviertes Juwel hat sie nur mehr den Zweck zu erinnern, zu mahnen sowie den Geist an eine ehemalige jüdische Gemeinde aufrechtzuerhalten. Zu wenige sind zurückgekehrt, um eine Gemeinde, geschweige denn eine so starke wie vor der NS-Zeit, gründen zu können.
Daher gibt es seit ihrer offiziellen Zwangsauflösung keine Kultusgemeinde St. Pölten mehr. Zu effizient war die antisemitische Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten.